Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Heute hoher Besuch, der Dominik von der Obst- und Baumschule. Ja, Dominik von der Obst- und Baumschule Schreiber ist da. Und ich habe mir gedacht, wenn man schon mal einen Profi da hat, dann schneiden wir heute mal ein Pfirsichbäumchen im Vorgarten. Weil es braucht nämlich noch einen ordentlichen Schnitt oder mal einen richtigen. Leider regnet es. Dominik hat es auch schon gesagt, es ist eigentlich nicht der ideale Zeitpunkt zum Bäume schneiden. Leider. Aber macht nichts, wir besprechen das jetzt gut und wir tun dem Baum was Gutes. Ja, das freut mich sehr und ja, ihr seid dabei und wir gehen jetzt ab in den Regen. Lass mal los. Ah ja, perfekt. Hebt. Ah ja. Gut. Also, unser Setup haben wir aufgebaut. Professioneller Regenschutz, hier auch professioneller Regenschutz. Dominik ist ein harter Kerl, der braucht keine Mütze. Und jetzt ab zum Fachlichen. Ja, wir haben schon festgestellt, Jahreszeit oder Zeitpunkt jetzt wohl eher nicht so ideal. Sollte man beim Pfirsich direkt nach der Ernte schneiden, habe ich gehört. Oder wie sieht es da jetzt aus? Genau, normalerweise sagt man beim Pfirsich so nach der Ernte bis Mitte September. Mhm. Nach Mitte September sollte man eher nicht mehr schneiden, weil dann die Wunden nur mehr schlecht verheilen, weil der Baum ja schon ruhig wird. Ja. Wenn man jetzt da dann im Oktober, November schneidet, dann hat man über den ganzen Winter die offenen Wunden, die dann wieder Eintrittspforten für Krankheitserreger sind. Deswegen entweder nach der Ernte bis Mitte September oder dann wieder im Frühjahr. Das wäre ideal. Und am allerbesten wäre es natürlich, wenn es nicht so wie heute feucht ist, sondern trocken beim Schneiden. Klar. Okay, das ist logisch. Auch einfach wegen den Wunden, dass sie einfach besser verheilen, sie besser verschließen können. Wie ist es jetzt? Kann man es jetzt rechtfertigen als Profi in dem Bereich, dass wir einen Baum, der noch nie wirklich einen guten Schnitt bekommen hat oder einen professionellen Schnitt, doch schneidet zu dem Zeitpunkt mit den widrigen Bedingungen? Kann man das rechtfertigen irgendwie? Wir machen es ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Angst habe, dass das den Baum sofort umbringen würde. Aber es wäre natürlich ideal, wenn man es ein bisschen später macht. Und wir besprechen das ja und in Zukunft wirst du es dann ganz einfach zum bestmöglichen Zeitpunkt machen und dann ist wieder alles okay. Definitiv. Ja, jetzt würde ich sagen, Dominik, frohes Schaffen. Ja, ich würde sagen, ich fange da einfach mal an und schneiden und erzähle nebenbei immer, was ich mir so dabei denke. Ja. Eins, was ganz wichtig ist, bevor man so einen Baum jetzt erschneidet ist, wir müssen uns mal im Klaren werden, wie soll der in Zukunft eigentlich ausschauen. Weil wir jetzt einen typischen Spindelbaum haben, also diese Christbaumform, oben schlank, unten breit, oder soll das irgendwie auslaufende Hohlkrone oder so sein, weil das sollte man dann jetzt vor dem ersten wirklichen Schnitt festlegen, damit man das Ganze eben darauf abstimmen kann. Okay, von Fachbegriffen her, wie gesagt, ich bin da nicht ausgebildet, habe ich ja nicht so viel Ahnung wie jetzt du. Für mich spielt eine Rolle, ich hätte gern ein Bäumchen, was viele Früchte trägt. Ja. Und die Größe der Früchte ist dabei nicht so wichtig. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich hätte gerne viele Früchte drauf und dass es buschiger ist. Ich weiß nicht, so viel abschneiden, irgendwie da habe ich so ein bisschen eine Aversion dagegen oder so. Oder fühlt sich für mich irgendwie falsch an, wenn man diese Kahlschnitte macht, die man ja kennt. Also. Naja, beim Pfirsich ist es jetzt so. Ein Pfirsich muss ein bisschen stärker geschnitten werden als zum Beispiel Apfel, weil der Pfirsich einen sogenannten wahren Fruchttrieb bilden muss. Wenn du da drauf schaust, sollte beim Pfirsich im Idealfall immer drei Knospen beisammen sein. Außen zwei Blütenknospen, in der Mitte die Holzknospe. Die zwei Blütenknospen tragen dir die Früchte. Die Holzknospe sorgt für Wachstum und bildet dann das Holz, wo du im nächsten Jahr die Früchte hast. Wenn du den Baum jetzt zu wenig schneidest oder gar nicht schneidest, wird er irgendwann immer weniger wachsen und hat dann nur mehr Blütenknospen, dann hast du irgendwann einmal viele Früchte, aber gar kein Wachstum mehr und der Baum verkahlt. Ja. Das sind dann oft die Bäume, die nur mehr Außenblätter haben und nur mehr ganz Außenfrüchte tragen, jedes Jahr breiter werden und innen ganz kahl sind. Oder wenn du zu viel schneidest, dann hast du einfach kein Obst und Meterhohlbäume. Ja. Ja. Aber beim Pfirsich muss man eben ein bisschen stärker schneiden als bei anderen Obstsorten und das machen wir jetzt ganz einfach. Ich würde vorschlagen, wir ziehen den jetzt als Spindel, weil es einfach das Einfachste ist, von der Pflegeform her. Ich nehme ihm da jetzt da immer wieder Elemente heraus. Da ist da einen dünnen Trieb drin, den schneide ich komplett am Stamm weg. Und achte dabei, dass ich jetzt immer stummelfrei auf anderes Holz ableite. Im Idealfall auf leicht aufrecht stehendes Holz. Das macht man vor allem deswegen, weil eben dieses leicht aufrecht stehende Holz stärker wächst als wie ganz flaches. Wie ganz flach. Je flacher ein Trieb, desto weniger wächst er, desto weniger wächst, desto mehr Früchte hat er. Aber du willst ja eine gute Qualität und die hat man nur, wenn man ein bisschen Wachstum hat, deswegen braucht man dieses leicht aufrecht stehende Holz. Da unten, wenn Triebe zu schwach sind, also wenn ich das jetzt ganz wegnehmen würde,
dann hätten wir da ja irgendwann ein riesen Loch drinnen. Mhm. Deswegen haben wir da jetzt die Möglichkeit, wenn ich die einkürze, das einjährige Holz hier, wir sagen da, das ist dann der Klickschnitt, und das kann man da im unteren Bereich eigentlich bei fast allen Trieben machen beim Pfirsich. Durch diesen Klickschnitt regen wir jetzt da das Wachstum an und sorgen eben dafür, dass das Wachstum nicht dann jedes Jahr ein bisschen weiter nach oben rutscht und dass wir immer einen schönen gleichmäßigen Baum haben. Dieses Anklicken, wie hier, das machen wir jetzt aber nur im untersten Kronendrittel. Oben schneidet man dann so, dass er ein bisschen ruhiger wird und ja, dass man so einfach das natürliche Wachstum, das immer nach oben rutschen würde, ein bisschen ausgleichen. Also unten ja. Haben wir dann ein bisschen buschiger sozusagen und oben ein bisschen lockerer, genau. Ja. Und so kommt dann auch immer von oben das Licht bis ganz unten in den Baum hinein und du hast überall super Qualität. Ah, okay. Weil ganz egal, wie du einen Baum schneidest, das Wichtigste ist immer, dass du schaust, wie kommt bestmöglich möglichst viel Licht in alle Baumpartien hinein. Und dann ist ganz egal, ob du jetzt eine Hohlkrone machst, eine Spinde, eine Palmette, irgendein Spaliersystem an einer Hausmauer. Das Wichtigste ist einfach, der Baum braucht eine gute Belichtung. Ja. Ja. Wenn du dir jetzt fragst, warum ich mich da vielleicht manchmal so komisch verrenke, das mache ich eben, damit ich wirklich ganz stummelfrei, das siehst du auch da, am Stamm wegschneiden kann. Das ist beim Pfirsich und generell beim Steinobst was ganz Wichtiges. Wenn du dir jetzt den Schnitt von mir anschaust, der war da wirklich stummelfrei, genau im gleichen Winkel wie der Ast hier verlaufen ist, und solche Wunden können dann gut verheilen. Wenn ich hier einen Zentimeter drüber geschnitten hätte, dann schafft es der Baum, vor allem jetzt das Steinobst, diese Wunden oft nicht zu verheilen, und dort kommen dann die Krankheiten in den Baum. Ich klicke da jetzt einfach die Äste hier im unteren Kronenbereich weiter durch. So, und dann können wir da noch ab und zu was rausnehmen, wenn uns was zu stark ist oder wenn es uns irgendwo zu buschig wird. Fans fahren vorbei. Mal für mich eine neue Umgebung, keine Obstanlage, sondern ja. Im Vorgarten. Ja. Im Vorgarten. Ja, und sonst würde ich sagen, im unteren Kronenbereich würde ich schon gar nicht mehr so viel machen. Solche Triebe kann man eben entweder dann anklicken oder man nimmt sie ganz heraus und belässt das aufrecht stehende Holz. Und du wirst ja, hast du gesagt, viele Früchte haben, deswegen würde ich es da schon wieder belassen. Wie sieht es mit dem hier aus? Wäre auch ein Trieb, den man entweder anklickt oder ganz herausnimmt. Wäre jetzt mit beiden einverstanden. Mhm. Im oberen Kronenbereich siehst du jetzt da, du hast viele kurze Äste, Triebe drin. Und da würde ich jetzt auch ein bisschen was auslichten, weil da haben wir doch immer wieder Triebe, die so direkt übereinander sind, in die gleiche Richtung schauen, die sich dann gegenseitig beschatten. Und dann siehst du da jetzt ganz schön, der flache Trieb ist schwach gewachsen und der steile Trieb, der ist viel dicker. Ja. Da oben, der hat das Wachstum an, also der hat die Kraft ein bisschen an sich gezogen. Aber hier oben haben wir ja gesagt, wollen wir das Wachstum beruhigen. Mhm. Und jetzt mache ich etwas, das wird da das Herz wahrscheinlich bluten. Oh. Und zwar im oberen Kronenbereich will ich jetzt wirklich das Wachstum bremsen. Ja. Und wir schauen, dass ich da flache Triebe habe, damit du oben viele Früchte hast. Auch hier leite ich ihm jetzt immer wieder auf das Holz nach außen ab. Und wenn du jetzt schaust, der Trieb war da jetzt steil. Wenn der hier jetzt lauter Blätter gehabt hätte, hättest du hier schon kein Licht mehr gehabt, weil da diese geraden Triebe hier wie eine Wand machen. Ja. Deswegen schaue ich, dass das immer flach ist, und hier hast du jetzt Platz, dass bis an den Stamm Licht durchkommt. Und das ist wichtig für die Fruchtqualität. Das heißt, auch diese geraden hier oder diesen besonders starken Trieb da schneide ich ihm jetzt ganz heraus. Ja. So, da la. Ja, also was man wirklich sofort erkennt, ist der Unterschied, wenn der Dominik schneidet und dann hier meine alten Schnitte, da sieht man, da sind überall noch irgendwelche Stumpen auch da. Ja, aber man muss es ja auch mal lernen. Es ist jetzt in diesem Fall gut verheilt. Das wären jetzt aber so klassische Schnitte, wenn man die jetzt auch noch bei schlechtem Wetter und zur falschen Zeit macht, die können dann den Baum richtig wehtun. Da hast du dann oft Gummifluss, das ist dieses Harzen am Baum. Und wenn du das siehst bei solchen Stummeln, dann weißt du, dort hat der Baum die Wunde nicht verheilen können und das schädigt jetzt. Noch mehr Fans. Ja. So, diesen steilen Trieb hier nehme ich natürlich auch noch raus. Und jetzt wäre dann oben noch die Frage,
Wie machen wir weiter? Willst du, dass der Baum noch größer wird? Oder? Ich will, dass er noch größer wird, ja. Du willst, dass er noch größer wird? Wenn er noch so einen Meter oder zwei Meter in die Höhe geht, hätte ich jetzt überhaupt nichts dagegen. Okay, jetzt haben wir da natürlich, wenn du das ansiehst, du hast hier lauter flaches Holz. Mhm. Und wir haben gerade gesagt, flaches Holz wird nicht stark wachsen. Jetzt wäre mein Vorschlag zum Beispiel, wir schneiden den hier. Mhm. Wir lassen nur den und du bindest den mit einem Stecken fast ein bisschen nach oben und wir schneiden ihn da oben sogar nochmal an. Dann hast du nach oben hin sicher Wachstum weg. Wenn dann hier auch noch viele Früchte angesetzt sind, weil da hat er schöne Drillingsknospen, dann würde ich die auch noch ausdünnen, damit sich einfach die Mitte eben gut entwickeln kann. Dann kann so ein Pfirsichbaum in einem Jahr auch durchaus einen Meter, bei so einem guten Boden, wie es du da hast, dann durchaus einen Meter nach oben schieben. Dann hast du in ein, zwei Jahren die gewünschte Höhe, 3-4 Meter, sage ich jetzt nochmal, dann problemlos erreicht. Was nehmen wir da zum Anbinden? Paketschnur geht? Oder einfach? Am besten, du nimmst was, was nicht einwachsen kann, also irgendein dehnbares Material. Mhm. Das macht man entweder mit so Bindeschläuchen, Bindegummis. Mhm. Da gibt es aber, oder die meisten sind aus Plastik. Es gibt aber auch biologisch abbaubare, also auf das dann achten, wenn man solche Bindeschläuche kauft. Oder man nimmt so Hanfschnur, Juteschnur, die nach ein, zwei Jahren sowieso von alleine verrotten. Das macht dann auch nichts, wenn die im Garten liegen, weil die eben vom Bodenleben aufgenommen werden und verarbeitet werden. Wenn man solche Schnüre aber nimmt, muss man schauen, dass man sie auf keinen Fall zu fest bindet, weil wenn der Baum dann dicken Wachstum hat und die heilt vielleicht auch 3-4 Jahre, was genauso sein kann, dann kannst du den Baum einschnüren. Mhm. Deswegen, ich verwende am liebsten dehnbares Material. Okay. Ich guck mal schnell, was ich habe und bin gleich wieder da. Passt. So. Haselnussstecke und Schnur ist schnürsenkel geworden, aber passt auch, oder? Passt. Wo darf ich denn reinstecken, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd klingt? Schau, pass auf, wir machen das jetzt so. Zuerst blutet dir wieder das Herz. Ja. Dann nehmen wir auch hier noch das Flache raus. Das ist so ein bisschen Konkurrenz, die nehmen wir eben auch weg. Und jetzt können wir schauen, dass wir dem eben ein bisschen gerade bekommen. Das heißt, ich zeige dir das mal so und wir stellen den Stecken da möglichst gut daneben. So? Ja, ich glaube, es ist fast leichter, wenn du das auf meiner Seite machst. So, und wenn wir den jetzt so reindrücken, machen wir das gemeinsam? Ja. Ha. Moment, ich gehe runter. Ja. Ha. Und man braucht jetzt hier, weil der Stock jetzt hier zur Befestigung ist, jetzt direkt hier am Hauptstamm, braucht man Angst haben wegen den Wurzeln, dass man hier was kaputt macht, wenn man den da reinsteckt? Oder? Nein. Also so sensibel ist das Ganze nicht. Im Idealfall pflanzt man ja den Stecken sogar schon, bevor man den Baum pflanzt. Man hat zuerst den... Wir nehmen dafür Bambuspfähle bei uns meistens, oder eben die Pflanzstecken zuerst in die Erde und dann den Baum zum Stecken zu. Aber auch das ist jetzt so kein Problem. Und jetzt werden wir hier oben festbinden, genau, dass das schön gerade ist. Ich würde vorschlagen, wir binden den gleich zweimal fest. Und da können wir jetzt eine sogenannte Achterschleife machen. So eine Achterschleife, die kann eigentlich kaum einwachsen. Du hast hier immer Luft dazwischen, der Baum kann noch auch in der Dicke wachsen. Und wenn man jetzt so hier den Knoten macht, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann haben wir da jetzt immer auch noch gut Luft dazwischen. Das passt und wir haben den Baum gleichzeitig um einiges gerader als vorher. Und was wir jetzt auch noch machen können, damit wir noch einmal ein bisschen mehr Wachstum anregen, jetzt kappe ich ihm da oben sogar noch die Mitte. Wir da unten sicherlich auch neue Seitenäste machen. Und die oberste Knospe, das ist immer die, die am stärksten austreibt. Und wenn der Stecken jetzt noch höher wäre, dann könnte man den in den nächsten Jahren vielleicht oben sogar nochmal anbinden. Aber wird so sicher auch passen. So haben wir jetzt auf jeden Fall einen geraden Baum. Wir haben da im Inneren des Baumes Licht. Wir haben unten alles angeklickt. Das heißt, unten haben wir Wachstum dort, wo wir es brauchen, auch in Zukunft. Passt. Tipptopp. Ja, schon mal in dem Sinn, Dankeschön. Aber eine Frage habe ich noch. Ja. Sollte ich jetzt schon im Dezember anfangen, wegen der Kräuselkrankheit irgendwas zu spritzen oder zu tun? Bitte auf keinen Fall. Bitte auf keinen Fall. Das hören wir total oft, dass man schon im Herbst, im Spätherbst und so gegen Kräuselkrankheit behandeln soll. Wenn man das mit Kupfer macht, wie es viele gegen die Kräuselkrankheit machen, dann ist es zwar für den Baum gut, weil es gegen diverse Pilzkrankheiten helfen kann, gegen die Kräuselkrankheit aber definitiv nicht. Mhm. Weil die kommt erst, wenn die Knospen schwellen im Frühjahr. Ja.
Das heißt, du kannst dann genau beobachten, wenn die Knospen dick werden, dann ist der Zeitpunkt, wo die Kräuselkrankheit für Infektionen sorgt. Und wenn man da jetzt 3 Monate vorher schon behandelt, hat das ja null Effekt. Logisch, bringt nichts. Ja. Ja. Okay, dann wäre das auch geklärt, ja. So, wir sind wieder im Trocknen. Dominik, auf jeden Fall Dankeschön dafür, dass du einen Baum geschnitten hast. Jetzt ist es endlich mal auch gescheit gemacht. Gerne. Dir danke für die Gastfreundschaft. Ja, das ist kein Thema. Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit, wenn sie mal vorbeikommen. Ja, ist jederzeit gerne gesehen. Super, Dankeschön. Auf jeden Fall seinen Kanal abonnieren, Baumschule Schreiber, alles zu Obstbaumschnitt, zu Bäumen generell. Hier gibt es was von Profi, nicht von ja, einem Hobbygärtner wie von mir. Deswegen mache ich aber auch solche Videos nicht. Ich würde jetzt nie ein Pfirsich-Schneiden-Video machen, weil ich mich einfach selber nicht damit auskenne und keine Fachmeinung habe oder kein Fachwissen habe. Und wenn dann jemand wie du hier im Freundeskreis ist, ja, das lohnt sich dann schon, das zu machen. Freut mich, dass du mir erkannt hast. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Däumchen nach oben da lassen. Wie gesagt, hier Baumschule Schreiber, Kanal abchecken, unten in der Videobeschreibung, alles verlinkt. Video auch gerne teilen, wenn es euch weitergeholfen hat. Und ja, ich sag's nochmal dazu, wir haben es jetzt gemacht, weil wir hatten leider nur den Tag heute zum Filmen. Sonst wären auch mehr Videos zustande gekommen und jetzt mit dem Regen. Genau. Auch nicht so ideal, bin auch ein bisschen verschnupft. Jetzt sagen, jetzt gehen wir rein, trinken noch einen warmen Tee oder einen Glühwein oder irgend sowas. Und ja. Fragen, Feedback, alles gern unten in die Kommentare. Wenn du noch was loswerden möchtest an meine Zuschauer, kann ich auch gern sagen. Max, super Kerl, abonnieren lohnt sich. Dankeschön. Also in dem Sinn, ganz viel Erfolg bei euren Projekten, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.